Eisenbahn nehmen. Wenn aber den mal ab, mal den Diener da dann mal. Ja, die Gartenbahnfahrerin musste nicht abgeben, weil sie der Hand denn, weil dieses Fahrzeug eine Störung hat oder mal kaputt gegangen ist. Oder manchmal ist es halt so, wenn die Gartenbahnen halt so weit sind, so weit fahren, und dann müssen die selber in der Hand die Weiche umdrehen. Bus können noch ein bisschen nach vorne fahren. Aber ich finde, die sollten halt dieses Kartenbahn da. Oh, kommt von der Dinette. Wir wollen wieder warten, bis die Gartenbahn da vorbei ist. Die Nauer hat den Weg in Richtung Hauptbahnhof Nord. Und der Bus hat den Weg, keine Ahnung, wo der hinfährt. Ich bin hier kein Redner, ich bin aus Nürnberg. Okay, erstmal wieder Pause. Die Nähe 11. Die Nähe 10 fährt noch bei den Messegard-Tagen, wenn mal Messe ist. Ich werde den leider irgendwann mal in YouTube da. Die Nähe 4 darf nicht dann losfahren, die muss dann hier nicht dann rechts abbiegen. Und dann die nette Weise nochmal rechts abbiegen. Und das ist zwar so eine blaue Straßenbahnbebergung. Und da haben schon die nette Straßenbahn von der Nähe 11.
die Autos müssen dann warten. Da kommt schon der nächste Bus, wieder zurückfährt. Auch ein Metro-E-Bus. Da steht dann die nächste Gartenbahn. Straßenbahn wurde noch baden. Nee, oder der E-Bus, keine Ahnung. Ja, da kommen die da alle von den Himmelzeiten. Nein, sondern die nicht den E4 oder. Aber die hat so halt Vorfahrt. Busvorfahrt und die Nähe 9 Minuten noch warten. Wer wird so langsam weiß? Linie 9, fährt nicht da und dann kommt Linie 12.